Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zu Tom Clancy's The Division 2 mit der Prügelbarbe hier in der Theatersiedlung. Und ja, wir haben in der letzten Folge ein Projekt hier abgeschlossen, die Spielecke hier oben. Ja, für die kleinen Kinder. Geiselname in der Nähe erkannt. Was Geiselname? Schauen wir uns gleich an. Hier diese lustige kleine Videospielecke für die Kids. Die sind jetzt, naja, hoffentlich ein bisschen besser drauf. Hier in dieser bösen, bösen Welt. Ja, wir haben jede Menge Projekte zu bearbeiten. Und wir haben gerade gehört, hier gibt es irgendeine Geiselnahme. Diese komischen Durchsagen hier, also sehr, sehr merkwürdig. Wir können keine Zuflucht bieten, ne? Wir lassen sie nicht alleine. Naja. Wäre es nicht sinnvoll, den Schutzbedürftigen trotzdem zu helfen, weil die könnten sich als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft erweisen, oder vielleicht denke ich, da hat es auch Lust zu spielen. So, irgendwo hier war doch das Fragezeichen. Oder täusche ich mich? Das war doch hier irgendwo, in die Richtung. Eine Geiselnahme. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Der Sabalot. Schon wieder. Hier? Ja, wo kommt der her? Der kommt aus dem Nichts. Wollt doch die Geiselnahme mir anschauen. Moment mal, hier oben dieses umgestürzte Kräne. Das war doch auch ein Kontrollpunkt, oder? Den haben wir doch befreit? Oder sind da auch einfach Kräne umgestürzt und ich kann mich nicht mehr daran erinnern? Nee, das hier war was anderes. Okay, das bringe ich gerade durcheinander. Aber wir hatten so einen komischen Kräne-Kran-Dingens-Kirchen. Kontrollpunkt. Uah. Hallo. Gott, die sind weg. Penner hier am Hotel, ne? Schrecklich. Mal auf die Map gucken. Ach, hier drüben war der Kontrollpunkt. Gestürzte Kräne. Ja, das ist ein bisschen weit weg. Navigationshobby wieder. Schatz verfügbar. Oh, Schatz ist gut. Okay, von Hyenas kontrolliertes Gebiet. Okay. Zwölf Stück, na servus, wunderbar. Das kann ja lustig werden. Okay, dann Rakete raus. Verstärkung unterwegs. Mhm. Verstärkung unterwegs, bis die da ist, dauert es wahrscheinlich. Bäm. Okay, Drohne raus. Aua. Sehr gut, der hat was verloren. Wo bleibt die scheiß Verstärkung, Mensch? Ja klar, jetzt kommt da drüben die Handlampen hier. Ideal. Ideal läuft bei uns. Aua. Ist hier natürlich, ich bin hier echt saublöd exponiert an der Stelle.
Ach, da drüben, die sind nur 90 Meter weg, die Helden. Okay, schön. Okay, Drohne raus. Da ist der komische... Oh, da kommt die Bombe. Jawohl. Oder Granate, besser gesagt. Ich brauche einfach ein bisschen Ablenkung. Ups. Das war der Gelbe. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's doch. Jawohl, der Anführer ist kaputt. Geht doch. Von hier aus geht nichts. Hey, Stufenaufstieg, jawohl. Jetzt gedacht, dass da noch mehr sind. Feinde erkannt. Okay, jetzt heißt das Ding hier verteidigen. Also dann. Na super, der nimmt mir meine Deckung weg, so ein Depp. Da kommt jemand auf mich zu. Ja, bleib in der Ruhe jetzt, Mensch. Ah, die kommen von da, okay. Na, lass sie kommen, lass sie kommen. Uiuiui. Ui. Okay, wo ist der komische Feind? Der gepanzerte. Ah, aua! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Verdammte Nahkämpfer. Da kommt er, okay. Ach Gott, ein Granatenwerfer. Jawohl, da hat's ihn gespickt. Gut, gehört uns. Zugang zum Nachschubraum. Was ein Gemetzel. Was ein Gemetzel hier. Nachschubraum, das klingt gut. Sesam, öffne dich. Was gibt's? Neue Handschuhe, eine Shotgun und ein neues Holster, ne? Immerhin. Schauen wir doch mal. Also. Oh, und ein Behälter natürlich fürs Level Up. Hm. Nice. Stufe 5 Sturmgewehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Oh, schau mal hier. Schönes Upgrade. Fast 50% mehr Schaden. Nice. Und die Schrotflinte ist natürlich nicht schlecht, aber hat halt ganz miese Reichweite. Aber hat dafür ordentlich Bums. Wir probieren sie mal aus. Komm, was soll's. Wegschmeißen können wir es immer nur. Wenn es ein Klumpi ist, genau. So, was haben wir da? Nee, da ist nichts Gescheites dabei. Okay. Handschuhe gab es was Neues. Hier haben wir Rüstungsregeneration. Da haben wir Fertigkeitenrang. Mm.
Rüstungsregeneration ist natürlich schon geil, ne? Dass sich die Rüstung automatisch selber repariert. Und das jetzt für 40 Punkte mehr Rüstung aufgeben? Nee. Mach ich nicht. Aber ein neues Holster. Fertigkeitenschaden 1,1%, dann nehme ich den hier. Okay. Was? Einführung. Sie finden die gesamte Einführung im Charaktermenü, sind jetzt seit Rate bla bla. Okay. Aha. Achso, ja, das ist bloß die Werbung hier für die ganzen Tutorials oder sowas. Okay, na dann. So. Ein Sandwich wäre jetzt lecker. Ja. Sandwich auf jeden Fall. Oder geht's hoch? Was ist da oben? Ach nix, da kann man bloß so ein bisschen rumeideln. Okay, na gut. Ich hoffe, auf mich wartet bei Dienstschluss eine warme Mahlzeit. Hoffe ich auch. Ah, der braucht irgendwas. Uns geht es gut. Was, dir geht's gut? Bist du sicher? Okay. Na gut, wenn es dir gut geht, ist alles gut. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Öffentliche Hinrichtung unterbinden. Da muss ich bloß spenden. Und da muss ich Technologiebehälter finden. So öde. Wie lange? Ayana-Schließfach. Da oben wäre ein Technologiedingens, ne? Da ist auch ein Fragezeichen. Da können wir mal hinschauen. Wo muss ich lang? Hier lang, okay. Gesundheit. Hat er gerade genießt, oder? Das klang gerade so. Okay, das sind unsere. Servus, liebe Bredouille, Patrouille, genau. Was, wenn einer was retten kann, dann ich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der große Retter. Da war das Fragezeichen. Prepare to stop. Mhm, eine gute Idee. Hier, wie einfach der Wolf rumrennt hier mitten in der Stadt. Ja klar, ne, der hat auch Hunger. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Schon wieder? Ja, Sabalot, wie viele Kontrollpunkte gibt's denn? Achso, da drüben ist einer, okay. Okay, vertreiben Sie die Hyänas und sichern Sie die Dachgärten. Niemand kennt die Antwort. Gönnt euch einen Drink. Ach, Propaganda, okay. Vielleicht gibt es keinen Morgen mehr. Ein Morgen? Klingt auch nicht gut. Kann ich da hochklettern? Kann ich da hochklettern? Ja, das geht. Okay, da kann ich auch nicht hochklettern. Nee, es geht nicht. DC ist Geschichte. Das hier ist unsere Chance, die Stadt zu erschaffen, die wir wollen. Zeigen wir diesen verfickten True Sons also, wer hier wirklich das Sagen hat. Gegen die True Sons geht's hier, okay. Oder beziehungsweise die Hyänas gegen die True Sons. Unsere Feinde wollen, dass ihr aufhört zu leben. Sie wollen die Stadt nach ihren Vorstellungen erbauen. Wir Hyänas haben das Regelbuch schon lange weggeworfen. Ihr wollt frei sein? Kommt durch! So, ein paar hätten wir schon mal. Wollte ich gerade feiern? Nee, nein, wollte ich nicht. Sag mal, da geht's ja zu hier.
So, Schluss jetzt mit der Reklame. Weg damit! Wie viel Zeit bleibt uns noch? Das frage ich mich auch. Niemand kennt die Antwort. Ah! Zapp mal Hund! Rudi, auf geht's! Ja, wer kommt denn da? Vorgang angehalten. Super. Manuelle Kontrolle erforderlich. Da, Drohne, auf geht's. Was? Geht gar nicht, oder was? Autorisierung erforderlich. Ah, Zugangsschlüssel holen. Zugangsschlüssel entdeckt. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, hier drüben. Muss man auch mal drauf kommen, dass der so weit weg ist, der Zugangsschlüssel. Schwieriges Wort. Ja, mein bisschen Zeit, sehr gut. Jawohl. Machst du jetzt mal die scheiß Reklame aus hier? Da kommen sie, Burschen, jawohl. Bäm. Ja, Sapperlot, ist das nervig. Ständig ist das Klump kaputt hier. War's das, oder? Ah. Sehr gut, also Blödsinn erledigt. Na schauen, geht doch. So, da, hier habe ich aber was gesehen, genau, richtig. Da ist bestimmt lecker Loot für uns drin. Naja, gut, so lecker war der jetzt auch nicht. Ich habe mit mehr gerechnet. Ah, hier, jawohl. Eine 5er Shotgun. Aber wir haben doch eine 5er Shotgun. Ja. Hat eine höhere Frequenz, dafür deutlich schlechtere Nachladezeit. Ne, vergiss es. Nee. Das ist Müll. Müll. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt viel lieber diesen komischen Shade-Technologie-Behälter. Warum haben sie denn den versteckt? Was hier unten? Ach du Schande. Ah, was ist da unten? Ah, das, da ist ja nochmal was Feines. Noch eine Schrottflinte. Vielleicht auch Schrottflinte, je nachdem. Wo ist der scheiß Behälter? Bin ich da jetzt vorbeigelaufen? Ja, tatsächlich. Oh Gott. Ja, wo rennt er denn hin? Wo rennt er denn hin? Der Haubi wieder. Navigationspfosten. Okay, ja, da ist der Nebeneinsatz gleich daneben, ne? Der Nebeneinsatz ist gleich daneben, sehr gut. Auf den Dächern eines Wohnkomplexes befinden sich Gärten.
Das Theater könnte darin Lebensmittel anbauen. Ja. Vertreiben Sie die Hyänas von dort und sichern Sie die Gegend. Machen wir, natürlich. Habe ich doch eigentlich schon. Ich habe doch schon alle vertrieben hier. Keine mehr da. Aber ich fürchte, das zählt nicht. Die kommen jetzt alle wieder, spontan. Ist ja dunkel hier. Ah. Okay. Situationsanalyse 2, 4, 6. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Oh, tu dich, Droni. Mach deinen Job, genau. Kümmere dich um irgendjemand. Blöde Sniper da oben, da. Dank. Ja, da brauche ich mit der Schubkanne jetzt nicht drauf schießen. Das ist ziemlich albern. Jawohl, erwischt. Ja klar, ich mach alles, logisch. Ey, die Drohne ist echt super. Ne? Die dient einfach mal so ein bisschen als zweites Ziel, als Ablenkung. Ist Gold wert, das Ding. Da ist noch was. Dankeschön. Da habe ich noch was gesehen, jawohl. Hier ist nicht mehr. Okay, einmal nicht. Hier im Merit. Aha. Nochmal Munition auffüllen. Oh, ganz schön Sturmgewehrmunition verballert hier, du. Hei, hei, hei. Okay, da draußen ist auf jeden Fall Theater. Ja. Das da unten, das da ist, da geht's da auch gleich ab hier. Oh, das ist das ein Geschütz, oder? Ne, ist eine Lampe, okay. Wollte gerade sagen, das sieht ja auch sehr verdächtig aus. Da unten. Aber du kommst gerade von da unten. Ach so. Ja, es sieht trotzdem sehr verdächtig aus. Ui. Ups. Ich war das nicht, gell? Das war schon vorher kaputt. Super. Idiot, springt hier alles in die Luft. So, Depp. Oh, Spezialmunition. Jawoll. Muss ich da runter? Echt? Okay.
Okay, wir waren doch noch nicht hier. Ich hab schon gedacht, wir waren schon da. Bam. Die gute Ammo hier. Boah. Diese scheiß Blendgranaten da. Ey, wie willst du dich gegen eine Blendgranate verteidigen? Schon wieder. Ah, oh, Leute. Ah, oh, das glaube ich einfach nicht. Also irgendjemand hat hier ganz... Ist das der da drüben oder was? Irgendjemand hat da ganz ekelhafte Granaten. Bestimmt der hier, der Typ, ey. Wow, warst du schon? Okay, das war's offenbar. Respekt. So war's. Na, da werden sie sich doch jetzt aber freuen. Nee, ist natürlich noch nicht. Absichern muss ich noch. Okay. Feinde sind in ihrer Nähe. Da verstecken sich die meisten Hyänas. Dringen Sie durch diese Seite des Komplexes vor und sichern Sie ihn. Mhm. Klar doch. Perfekt. Daneben, daneben. Hallo. Viel Spaß. Bäm. Genau. Hey Droni, da drüben wäre was auf dich, für dich, ne? Genau, die Drohne. Die ist toll, die Drohne. Die macht richtig Spaß. So. Ne, dank Spezialmunition ist der auch erledigt. Also noch ein paar. Wow. Das war ich nicht. Okay. Oh, jetzt kommt noch mal der letzte Rest vom Schützenfest. Wow. Der hat sich, glaube ich, gerade selber in die Luft gesprengt. Kann das sein? Schnell weg. Bäm. Das war die Shotgun. Im Ostteil des Komplexes ist noch Bewegung zu erkennen. Gehen Sie dahin und bringen Sie die Sache zu Ende. Natürlich, klar, ich bin ja der zu Endebringer. Mein Gott. Nur Arbeit, nur Arbeit. So viel Geiz beim Loot hier, ey. Unglaublich. Da, Granate, jawohl.
Huch! Da ist ja ein Sniper da drüben, meine Herren. Wie komme ich jetzt da hin? Ah, hier. Ich muss kurz sagen, irgendwie muss er einen Weg dahin geben. Okay. Zwei Sniper, super. Was das? Da steige ich mal auf die Shotgun oben und den verpasse ich dann mal einen richtig dicken Hello again. Boah, Alter, jawohl. Das ist ja mega. Die Shotgun. Auf dem gegenüberliegenden Dach befindet sich eine Wasseraufbereitungsanlage. Könnte was fürs Theater sein. Falsche Knarre hier. So, der ist Geschichte. Hallo, hier ist doch noch irgendeiner. Da, jawohl, den brauchen wir. Aua. Oh, oh, da kommt noch so ein Elite kommt da. Oh, das ist nicht gut. Mr. Granate. Jawohl, weg mit ihm. Nochmal. Oh, Alter. Okay, der Wohnkomplex gehört uns. Diese Drecksniper, du. Wir sollten das Theater konstant mit Nahrung und Wasser versorgen. Und Odessa wird sich bestimmt freuen. Naja. Ich freue mich auch, wenn es hier ein vernünftiges Loot gibt. Ja. Schade. Ich habe gedacht, man kann das Ding anschießen, dass es... Nee. Muss ich so machen. Okay. Ach, da ist wieder so eine Spezialkiste von den Hyenas und ich habe keinen Schlüssel. Ist da wieder... Sehr ärgerlich. Das war alles? Kein gescheites Loot? Nix? Echt? Sapperlot. Da gehe ich nie wieder her. Hoch. Ja, Droni. Dankeschön. Also dann, machen wir eine geschmeidige Schnellreise. Zum Theater, war es ein Theater. Haben wir ja wohl genug gearbeitet heute. Gell, Barbie? Ja. Okay, also. Hast du mal hier Projekte? Wir brauchen Hilfe. Ah, da brauche ich noch einmal, genau, einmal hier Technologie. Da muss ich nur die öffentliche Hinrichtung machen. Aber spenden könnte ich ja schon mal, ne? Ja, spende ich. Und was spende ich noch? Hier die Handschuhe kannst du haben. Auch erledigt. Achso, hier muss ich auch noch spenden, ne? Was will der Stahl? Habe ich hier. Und Brustpanzer. Jetzt ist der komische Ding mit der 8 nimmer da, ne? Seltsam. Keine Ahnung, was das war. So, Projekt abgeschlossen. Jawohl. Stromlinienförmige offene Visierung. Können wir jetzt herstellen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was? PvP? Nehmen Sie... Naja, das will ich nicht. Nehmen Sie an PvP-Partien teil. Aha.
Konflikt ist also PvP. Nee, brauche ich nicht. Hab so schon genug Konflikte. Was? Wo gab's die Belohnung? Achso, die Belohnung habe ich schon geholt. Ja, ja, okay. Guten Tag. Hallo? Was sehen sich die neue Wasserfiltrierung an? Ja, wo ist die? Fortschritt prüfen. Wasserfilter ist erledigt, jetzt brauchen wir bloß noch die Batterie. Okay, wo ist hier die... Ach hier, hier ist Wasserfilter. Cool. Wir haben jetzt eine Wasseraufbereitungsanlage. Das Ding wird Leben retten. Nicht schlecht. Na, wenn man sich überlegt, wie traurig das jetzt zuvor ausgesehen hat, aber wird langsam. Ja klar, verschwendet das Wasser ruhig. Ja sicher. Mei, oh mei. Ah, und hier der Grill wieder. Da wird schon wieder geschwachtelt. Da hätte ich jetzt auch Bock so ein gutes, schönes Grillfleisch. Mm. Naja. Aber uns fragt ja keiner. So, liebe Leute, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde unterwegs. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es an dieser Stelle gut sein. Genau. So. Genau, die lustigen drei vom Theater sagen vielen Dank fürs Dabeisein und wünschen euch bis zum Wiedersehen eine gute Zeit. Macht's das gut. Und Servus.